One, two, three. I know it's standing in line until you think you have the time to spend an evening with me. Musik hat mir schon auf den Hintern gerettet. Ups. Sind wir immer so weit, oder bist du? Ja, also ich kann mal kurz die Haare noch mal irgendwie. Das fängt ja gut an. Wonderful. Als Kind wollte ich Musical-Star werden, bis ich gemerkt habe, ich kann nicht so wirklich tanzen. Bei 17.500 Leuten merkt man zum Glück nicht, wie viele das doof finden, was man gerade spielt. And that's to laugh and smile and dance and sing. Meine erste Gitarrenunterrichtsstunde habe ich mit 6,5 gehabt. Ich habe mit Klavier angefangen als 10-Jähriger und habe dann erst 3 Jahre klassisch Klavier gelernt. Und dann kam die erste Platte von Van Halen raus. You can give me more and more and counting at the score. You can turn me upside down and inside out. Also die Gäste werden auf unterschiedliche Art und Weise direkt angesprochen, so rhythmisch aktiv teilzunehmen an der Show. Come on, man, play. Yeah. Also ich finde besonders, dass wir nicht auf einer Bühne stehen. Wanna be Americano, Americano, Americano. Dass wir so nah an den Leuten sind. Weil das Publikum ganz physisch mitkriegt, was wir da tun. Auch die Tanzdarbietung, die wir, die Choreografie, die wir teilweise einstudiert haben. Und plötzlich geht eine Riesenwelle durch den ganzen Raum und wir stehen mittendrin. Yeah. Baby, you can turn me off. All right. Das sind natürlich dann die Augenblicke, wo man sagt, ja, dafür macht man es. Das ist ein gemeinschaftliches Erlebnis und nicht eins von oben herab. Once upon a time there was a tavern. Egal, ob da 20 oder 17.500 stehen, die wollen begeistert werden. Und das probiere ich über Musikalität und Virtuosität zu erreichen. Wenn der Ralf an der Geige loslegt oder ich am Kontrabass, dann geht schon mal ganz schön was ab und das finden die Leute auch sehr gut, meistens. immer. Gibt natürlich Situationen, da wollen dann die, die Leute auch eher ein bisschen sich unterhalten. Hey Jude. Wir wandern aber rum, sodass wir, je nachdem wie groß die Veranstaltung ist, der Großteil der Menschen dann auch am Abend treffen und kennenlernen. Und so lockert die Veranstaltung sich unglaublich auf. Remember to let her into your heart. But then you can start to make it better. Da muss man dann schon manchmal so spielen, weil die Leute stehen halt wirklich total nah dran. Aber auch daran darf man sich nicht stören, ne? Das ist lustig. You were made to. Ja, das Schöne ist, dass die Vocal Tones auch jetzt über die lange Zeit, die wir schon zusammenspielen und uns auch persönlich schon so kennen, ein total gewachsen sind. Let them sing. Come on, let's go. Dass wir alle das gleiche Gespür haben, in was für eine Richtung es jetzt gehen soll. Und das macht mich persönlich auch immer wahnsinnig froh. Ich zum Beispiel, ich mag Menschen und ich mag Musik. Und bei den Vocal Tones habe ich beides. La, 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 la.